Am 31. Mai 1995 betritt eine hübsche, junge Frau mit kurzen schwarzen Haaren das Plaza Hotel in Oslo. 3 Tage später ist sie tot. Als man versucht, mehr über ihren vermeintlichen Selbstmord zu erfahren, kommen zahlreiche mysteriöse Dinge ans Licht. Jeder neue Hinweis ist ein weiteres Puzzleteil. So existiert gar keine Frau mit ihrem Namen. Und sonst weist der Fall von der unbekannten Frau einige Parallelen zum Summertown Man auf, dessen Tod eines der größten Mysterien des letzten Jahrhunderts ist. Bei ihm wird oftmals spekuliert, dass er ein Spion war. Und genau das Gleiche macht man auch im Fall der Toten aus Zimmer 2805. Das Radisson Blu Plaza Hotel ist mit 171 Metern das höchste Gebäude Norwegens. Mitten in der Hauptstadt ragt es mit seinen 37 Stockwerken bis hoch in den Himmel. 1989 wurde das 5-Sterne-Hotel erbaut und beinhaltet nun fast 700 Zimmer. Am Samstag, den 3. Juni 1995, hat die Rezeptionistin Evi Tool im Gerzen Dienst. Als ihr gegen 19.30 Uhr auffällt, dass das Kreditkartenlimit von Zimmer 2805 überschritten ist. Bei Zimmer 2805 handelt es sich um eins der luxuriösesten Zimmer des Blue Plazas. Das Business Class Zimmer befindet sich in der 28. Etage und bietet einen hervorragenden Ausblick auf das Treiben Oslos. Ein Blick in das Register des Hotels zeigt Evie, dass das Zimmer von dem belgischen Ehepaar Jennifer und Louis Furget bewohnt wird. Bereits seit mehreren Tagen scheint das Paar das Zimmer zu bewohnen, aber es gab weder eine Vorauszahlung, noch wurde eine Kreditkarte eingelesen beim Check-in. Kurzerhand entschließt sich Evie dazu, eine Nachricht ins Zimmer zu schicken, dass Herr oder Frau Furget sich bitte unverzüglich bei der Rezeption melden sollen. Im Blue Plaza gibt es eine fortschrittliche Funktion, bei der das Personal Nachrichten ans Zimmer senden kann, die dann unmittelbar auf dem Fernseher im Zimmer erscheinen. Evie kann auch sehen, dass die Nachricht scheinbar direkt gelesen wurde. Zumindest hatte jemand die OK-Taste der Fernbedienung betätigt und die Nachricht so weggedrückt. Aber nichts passiert. Dann fällt Evie auf, dass in den letzten Tagen bereits 2 gleiche Nachrichten an Zimmer 2805 geschickt und ignoriert wurden. Daraufhin begibt sich die Rezeptionistin zu einem der zuständigen Zimmermädchen, in der Hoffnung, so mehr über das Zimmer oder dessen Bewohner zu erfahren. Diese erzählt ihr, dass das Zimmer bereits seit Donnerstag nicht mehr gereinigt wurde, da ein "Bitte nicht stören"-Schild an der Tür hängt. Das sind zu viele merkwürdige Zufälle für Evie, und so entschließt sie sich, den Sicherheitsbeamten Espen Ness zu informieren. Der junge Mann, der nur neben seinem Studium im Hotel jobbt, macht sich direkt auf den Weg, um im Zimmer 2805 nach dem Rechten zu sehen. Um 19.50 Uhr klopft Espen an der schweren Holztür des Zimmers. Nur wenige Sekunden später hört er einen Schuss aus dem Zimmer. Kurz danach einen zweiten. Schnell läuft er zu seinem Chef und gemeinsam alarmieren sie die Polizei. Doch während sie noch auf die Polizei warten, macht sich der Sicherheitschef selbst auf den Weg, um nachzusehen, was in der Suite vor sich geht. Trotz des Risikos, dass sich der Schütze wahrscheinlich noch im Zimmer befindet. Um 20.04 Uhr öffnet er mit seiner Schlüsselkarte die Zimmertür. Ein möglicher Täter hätte also 14 Minuten Zeit gehabt, das Zimmer sowie das Hotel unauffällig zu verlassen. Noch von der Tür aus kann der Sicherheitschef eine Frau regungslos auf dem Boden liegen sehen. Als dieser auch auf Zurufe nicht reagiert, entschließt er sich dazu, das Zimmer nicht zu betreten, um den möglichen Tatort nicht zu verändern und zu kontaminieren. Vor der Tür warten die Mitarbeiter auf die Polizei. Die Polizei, die nur kurz darauf eintrifft, findet auf dem Bett im Zimmer 2805 eine leblose Frau vor. Sie hat kurze schwarze Haare und liegt auf dem Rücken. Sie schaut nach oben, Richtung Decke. In der Stirn hat sie eine Einschusswunde. In ihrer Hand befindet sich eine Pistole, wahrscheinlich die Pistole, mit der geschossen wurde. Alles deutet auf einen Selbstmord hin. Der Raum ist nicht verwüstet, es scheint also keinen Kampf gegeben zu haben. Als der Sicherheitschef das Zimmer öffnete, war es sogar noch von innen doppelt verschlossen. Ein erster Schuss ging durch das Kissen und die Matratze. Der zweite Schuss traf sie aus nächster Nähe in die Stirn.
Nichts deutet auf einen Mord oder eine Fremdeinwirkung hin. Im späteren Polizeibefund liest man: Mit überwältigender Sicherheit ist davon auszugehen, dass sich die Frau das Leben genommen hat. Doch nach einiger Zeit entstehen erste Zweifel an dem zunächst so eindeutigen Selbstmord. Die Polizei will natürlich als erstes die Angehörigen der Frau ausfindig machen, um sie so zu identifizieren. Ein Blick in die Unterlagen des Hotels zeigt, dass es sich bei der Toten um Jennifer Fergate aus Belgien handelt. Sie hatte am 31. Mai mit ihrem Mann Louis Fergate eingecheckt. Doch von diesem Mann fehlt jetzt jede Spur. Als die Ermittler die Namen überprüfen, fällt ihnen auf, dass es weder eine Jennifer noch einen Louis Fergate in Belgien gibt. Und als sie alles noch einmal genauer betrachten, fallen ihnen noch viel mehr Ungereimtheiten auf. Schon im Zimmer hatten sie weder Portemonnaies noch Kreditkarten oder Ausweisdokumente gefunden. Auch auf der Waffe, die Jennifer noch in der Hand hielt, befanden sich keinerlei Fingerabdrücke. Ihre Seriennummer ist mit Säure unkenntlich gemacht worden. Was sie gefunden haben, waren aber, neben den 7 Schuss, die sich noch in der Waffe befanden, weitere 25 Patronen in einem Aktenkoffer. Viel für jemanden, der sich nur selbst umbringen wollte. Und von da an fing die Ermittlung erst so richtig an. Feinsäuberlich untersucht die Polizei in den nächsten Tagen jedes Detail, das ihnen von Jennifer Fergate in die Hände fällt. Zunächst rekonstruieren sie ihren Kontakt zum Hotel und den Tag, an dem sie eincheckte. Bereits am 22. Mai ruft Jennifer das erste Mal im Hotel an. Bei dem Telefonat spricht sie Englisch mit Akzent und bucht ihren Aufenthalt. Am 31. Mai ruft sie erneut an und sagt, dass sie im Laufe des Tages einchecken wird. Sie kündigt sich mit Begleitung an. Bei diesem Telefonat spricht sie Deutsch. Um 22.44 Uhr betritt sie das Hotel. Hier widersprechen sich 2 Aussagen. Während eine Mitarbeiterin des Hotels sagt, dass Jennifer alleine eincheckte, macht Evie, die ebenfalls Dienst hatte, die Aussage, dass sie in Begleitung eines Mannes gewesen sei. Der Unbekannte wäre ungefähr 1,85 Meter groß gewesen und hätte dunkle Haare gehabt. Irgendwie schafft es Jennifer jedenfalls einzuchecken, ohne eine Kreditkarte oder einen Personalausweis vorlegen zu müssen. Als sich die Polizei das Anmeldeformular genauer anschaut, fällt ihnen auf, dass Jennifer sich zwar mit Fergate registriert hatte, auf dem Anmeldeformular allerdings mit Fergate unterschrieb. Also mit F-E anstatt F-A-I. Die Stadt, die sie als Heimatort angegeben hatte, war Verlaine. Diese Stadt existiert tatsächlich in Belgien. Allerdings handelt es sich um eine sehr kleine Gemeinde, die kaum Leuten bekannt ist. Die Postleitzahl, die Jennifer angegeben hatte, gehörte wiederum nicht zu Verlaine. Allerdings war der generelle Aufbau der Postleitzahl der, den man in Belgien verwendet. Also liegt es nahe, dass Jennifer zumindest irgendeine Verbindung zu Belgien gehabt haben muss, wenn ihr dieser Aufbau bekannt war. Die Telefonnummer sowie die angegebene Straße existieren beide aber nicht. Jennifer hatte Cerbis als Firma, bei der sie arbeitete, angegeben. Genau diese Firma gab es nicht, allerdings die ähnlich klingende belgische Firma Cebarus. Das Oslo Plaza Hotel liegt unweit des Flughafens und ist ein beliebtes Ziel für Flugpersonal. Mit ihrer schicken äußeren Erscheinung und ihrem Ziehkoffer passt auch Jennifer in das Bild einer Flugbegleiterin. Allerdings kann die Polizei bei keinem Flugunternehmen eine Mitarbeiterin mit ihrem Namen ausfindig machen. Kurz darauf kommt das Ergebnis der Obduktion an. Jennifer hatte beim Einchecken angegeben, 21 Jahre alt zu sein. Die Obduktion zeigt nun, dass sie vermutlich eher zwischen 25 und 30 Jahren alt war. Jennifer hat blaue Augen und dunkle Haare. Sie ist 1,59 Meter groß und stand zum Zeitpunkt ihres Todes nicht unter Alkoholeinfluss. Ein Drogentest wurde nicht gemacht. Es gab auch keine Übereinstimmung in der Interpol-Datenbank. Es gab auch keine Blutspritze an ihren Händen. Und laut Obduktionsbericht hätte es diese bei einem Schuss in die Stirn geben müssen. Der Selbstmord, der einst so sicher war, wirft nun immer mehr Fragen auf. Die Ermittlungen halten an und es kommt heraus, dass Jennifer mit dem Telefon des Hotels zweimal in der Nachbargemeinde Verlaines anrief. Allerdings existierten die Rufnummern beide nicht. Wen sie erreichen wollte, ist unklar.
Das Hotelpersonal berichtet, dass die junge Frau sowohl Englisch mit Akzent als auch Deutsch sprach während ihres Aufenthaltes. Außerdem hatte sie einen Tag vor ihrem Tod Essen auf ihr Zimmer bestellt. Doch sie aß davon kaum etwas. Als man sie fand, stand der Teller noch im Zimmer. Man kann an dieser Stelle mutmaßen, dass jemand, der vorhat, sich umzubringen, sein letztes Mal genießen würde und nicht über die Hälfte überlassen würde. Aber eventuell hatte ihr die Aufregung auch den Appetit verdorben. Die Ermittler legen noch einmal ein genaueres Augenmerk auf Jennifers Gepäck. Dabei fällt ihnen auf, dass in sämtlichen Kleidungsstücken die Etiketten fehlen. Sie wurden nicht nur rausgeschnitten, sondern feinsäuberlich komplett entfernt. Die, bei denen das nicht möglich war, sind entweder zerkratzt oder die Marke mit Farbe unkenntlich gemacht. Die fehlenden Etiketten sind auch eines der prägnantesten Merkmale beim Summertown-Fall. Da wird dies als Indiz dafür gewertet, dass der Mann möglicherweise ein Spion war. Und auch in Jennifers Fall sollte noch einiges auf diese Theorie hindeuten. Doch zunächst finden die Ermittler einen grauen Blazer. Es ist das einzige Kleidungsstück von Jennifer, bei dem das Etikett erhalten geblieben ist. Der Blazer stammt aus einem deutschen Modehaus. Auch an einer Tasche kann man noch die Marke erkennen. Auch hierbei handelt es sich um eine deutsche Marke. Einige Jahre später sollte man auch die Herkunft ihres Aktenkoffers ausfindig machen können. Auch dieses Gepäckstück stammt aus einem Laden in Deutschland. Neben den Etiketten verwirrt aber auch die Kleidungswahl Jennifers die Ermittler. So hat sie sehr viele Jacken dabei, aber nur ein Oberteil und einen Pullover. Sie hat viele Strumpfhosen, aber keine Röcke oder Kleider dabei. Auch hat sie keine Slips dabei, aber 4 BHs. Des Weiteren scheint Jennifer auf ihr Äußeres geachtet zu haben. Im Zimmer findet man aber weder Schminke noch Duschzeug oder eine Zahnbürste. Dafür befindet sich im Bad ein Männerparfüm, allerdings nur mit Jennifers Fingerabdrücken darauf. Von Gepäck einer anderen Person fehlt jede Spur. Jennifer scheint das Zimmer alleine bewohnt zu haben. Allerdings hatte Jennifer mit einem Rollkoffer eingecheckt, den man jetzt im Zimmer nicht mehr finden kann. Die gesamte Kleidung, die gefunden wurde, passt unmöglich in die kleine Reisetasche, die zurückgeblieben ist. Die Befragung des Hotelpersonals führt auch zu keinem Ergebnis. Kaum jemand hat Jennifer während ihres Aufenthaltes gesehen. Da es auch keinerlei weitere Hinweise zu ihrer Herkunft oder zu ihrer Person gibt, stagnieren die Ermittlungen an dieser Stelle für viele Jahre. . 2015 wird der Fall rund um die Tote aus dem Zimmer 2805 noch einmal neu aufgerollt. Die Aussage eines Zimmermädchens ist den Ermittlern ins Auge gefallen. So habe diese das Zimmer am Donnerstag in der Früh noch gereinigt, bevor das "Bitte nicht stören"-Schild aufgehangen wurde. Dabei fand sie unter einer Gepäckablage ein paar Schuhe. Diese haben ihr so gut gefallen, dass sie sie einmal genauer betrachtet hat. Doch als man Jennifer nur 2 Tage später tot im Zimmer entdeckte, kann man die Schuhe nicht mehr finden. Nur das Paar, das die tote Jennifer anhat, befindet sich im Zimmer. Und das sind nicht die Schuhe, die das Zimmermädchen bestaunte. Offensichtlich fehlt bei ihrem Tod ein großer Teil ihres Gepäcks. Was ist damit geschehen? In all den Jahren hat sich nie jemand bei der Polizei gemeldet, der die Unbekannte vermisst. Es ist, als hätte es sie nie gegeben. Es wirkt so, als hätte Jennifer Fergate nie existiert. Und zwischen all den Rätseln und offenen Fragen entstehen nach und nach zahlreiche Theorien über die Tote im Zimmer 2805. War sie eventuell eine Sexarbeiterin, die ihre Kunden mit ins Hotel nahm? Doch auch diese Theorie erklärt nicht den Verbleib ihres Gepäcks. Und warum sollte sie sich plötzlich dazu entschließen, sich umzubringen? Gehörte sie eventuell einem Drogenring an und wurde nach einem gescheiterten Deal ermordet? Oder war sie doch die Mitarbeiterin eines Geheimdienstes? Gerade diese Theorie hat über die Jahre viele Anhänger gefunden. Denn 25 Jahre zuvor gab es einen ähnlichen Fall in Oslo. Auch hier reiste eine junge Frau alleine, die später tot aufgefunden wurde. Zunächst deutete alles auf einen Selbstmord hin. Doch später deuteten immer mehr Hinweise darauf, dass die Frau Mitarbeiterin des Geheimdienstes war und aus dem Weg geräumt werden sollte. Auch sie reiste damals unter falscher Identität. Der Ermittler Tom Storm Olsen sagte 2016 bei einem Interview: "Warum ist sie nach Oslo gekommen und hat im Plaza eingecheckt? Gab es noch etwas, was sie vorhatte? Wir haben uns viele Gruppen und soziale Hintergründe angesehen,
aber nichts gefunden. Wir dachten, sie sei vielleicht in Drogen involviert oder dass sie für jemanden einen Auftrag ausführen sollte. Viele Polizeieinheiten waren beteiligt. Wenn jemand geschickt wurde, um sie zu töten, wer war es? Wir haben gesucht, aber keine Antworten gefunden. Dass sie sich so sehr bemüht hat, nicht identifiziert zu werden, das ist sehr ungewöhnlich. Sie muss sich in einer verzweifelten Situation befunden haben, aber es ist schwer zu sagen, warum, weil wir nicht wissen, wer sie war. Es könnte durchaus ein Verbrechen gegeben haben. Außerdem erschwert die Tatsache, dass alle Beweisstücke 2 Monate nach Jennifer Fergates Tod zerstört wurden, die weiteren Ermittlungen. Damals ging man so sicher von Suizid aus, dass man dachte, die Beweismittel nicht mehr zu benötigen. Lediglich die Waffe, mit der sich die Frau erschossen haben soll, ist erhalten geblieben. Nach einer Dokumentation über den Fall im Jahr 2017 melden sich diverse Waffenexperten bei der Polizei. Sie alle sind sich einig, dass es sich bei der Waffe um ein ungarisches Replikat handelt, zusammengestellt aus verschiedenen Teilen unterschiedlicher Pistolen. Eine sehr interessante Information, die die Ermittlung leider aber nicht voranbringt. Damals wurden neben dem Personal auch alle Gäste des Hotels befragt. Nur einer von ihnen ist am Morgen vor Jennifers Tod abgereist. Ihn hatte man damals nicht befragt. Nun hat man ihn ausfindig machen können. Mr. F., wie er genannt wird, bewohnt das Zimmer unmittelbar gegenüber von Jennifer. Er war Belgier und blieb nur eine Nacht im Blue Plaza. Am Freitagabend war es zu einer Verwechslung gekommen. Das Essen, welches Jennifer sich bestellt hatte, wurde versehentlich zu Mr. F. geliefert. Er wird von der Polizei befragt. Näheres zu dem Verhör ist nicht bekannt. Nur sein Verhalten bei einem Interview vorab wirft einige Fragen auf. So blockte Mr. F. zwar alle Fragen ab, hatte aber direkt am Anfang gefragt, ob es um den Selbstmord im Hotel ginge, ohne dass das zuvor jemand erwähnt hatte. Auf die Frage, warum er das wisse, sagte er: "Ich erinnere mich gut daran, weil sie mich beim Auschecken an der Rezeption danach gefragt haben. Jemand fragte, ob ich etwas gehört oder gesehen hätte, da ich mich im selben Korridor befand." Allerdings stimmt diese Aussage zeitlich nicht mit den Abläufen überein. Zu der Uhrzeit, als Mr. F. auscheckte, lebte Jennifer Fergate noch. Erst Stunden später fielen die Schüsse und ihre Leiche wurde gefunden. Mr. F. beteuert allerdings bis heute, dass er beim Auschecken danach gefragt wurde. Dadurch kommt die Vermutung auf, dass das Hotelpersonal etwas verheimlicht und lügt. Daraufhin werden die Schlüsselkarten, die Jennifer nutzte, analysiert. Sie hatte beim Einchecken 2 Schlüsselkarten bekommen. Genutzt wurde die ganze Zeit allerdings nur eine davon. Die meiste Zeit verbrachte sie auf ihrem Zimmer. Nachdem sie anreiste, öffnete sie um kurz vor 23 Uhr das erste Mal die Zimmertür. Dann verließ sie gegen 0.21 Uhr noch einmal kurz das Zimmer und am nächsten Tag wieder um 8.34 Uhr. Es war Donnerstag und man vermutet, dass sie frühstücken ging. Auch am Freitag verließ Jennifer gegen 8.50 Uhr ihr Zimmer. An ihrem Todestag wurde die Tür ein letztes Mal um 11.03 Uhr geöffnet und anschließend von innen abgeschlossen. Das nächste Mal wurde sie erst wieder vom Sicherheitschef des Hotels geöffnet. Doch jetzt fällt den Ermittlern etwas auf. Das Zimmermädchen hat gesagt, sie habe das Zimmer am Donnerstagmittag gereinigt und Jennifer nicht gesehen. Das bedeutet, Jennifer verließ das Zimmer nicht nur zum Frühstücken, sondern blieb scheinbar bis Freitag früh weg. Knapp 24 Stunden stand das Zimmer also leer. Wo war Jennifer in dieser Zeit? Außerdem findet man in den Aussagen des Hotelpersonals weitere interessante Informationen. So sei das Bett in Jennifers Zimmer unberührt gewesen, als sie am Freitagabend ihr bestelltes Essen erhielt. Die Tagesdecke hätte ordentlich und unberührt über dem Bett gelegen. Außerdem hatte das Zimmermädchen, das das Zimmer am Donnerstagmittag gereinigt hatte, eine der beiden Bettdecken im Schrank verstaut. Denn es wurde nur eine genutzt, während die andere noch ordentlich zusammengelegt auf dem Bett lag. Doch als man 2 Tage später Jennifers Leiche fand, lagen wieder beide Decken und beide Kissen im Bett. Und das gesamte Bett war so durcheinander, als hätten 2 Leute darin geschlafen. Im November 2016 wird Jennifers Leiche exhumiert. Mit den neuen technischen Möglichkeiten und Verfahren erhofft man sich, etwas mehr über ihre Herkunft erfahren zu können. Man schafft es, von ihren Knochen und Zehen DNA zu extrahieren. Festgestellt wird, dass Jennifer bei ihrem Tod vermutlich 24 Jahre alt war und europäischer Herkunft entstammt.
Bei einer Zahnschmelzanalyse kommt heraus, dass sie vermutlich Deutsche war und in Norddeutschland aufwuchs. Außerdem trug Jennifer bei ihrem Tod einen Goldring. Deutschland ist das einzige EU-Land, in dem der Goldgehalt in Ringen nicht in Karat angegeben wird. Da dies in der Gravur in ihrem Ring nicht der Fall ist, ist davon auszugehen, dass zumindest der Ring mit Sicherheit aus Deutschland stammt. Gemeinsam mit den anderen Hinweisen kann man aber fast sicher davon ausgehen, dass es sich bei der mysteriösen Unbekannten um eine Deutsche handelt. Was genau sie in dieses Hotel verschlug und was dort mit ihr passierte, bleibt allerdings bis heute ungelöst. Und damit sind wir schon am Ende des heutigen Videos. Dieser Fall ist für mich einer der mysteriösesten Fälle Europas. Es gibt so viele merkwürdige Hinweise und mindestens genauso viele mögliche Theorien. Ich bin wirklich sehr gespannt auf eure Kommentare und darauf, was ihr vermutet. Meint ihr, dass das Personal des Hotels etwas verheimlicht? Oder steht die Vermisste vielleicht sogar irgendwie in Verbindung mit dem Tod des Summertown Mans? Wenn ihr den Fall vom Summertown Man noch nicht kennt, schaut euch gerne mein Video dazu an. Klickt dafür einfach auf den Pop-up oben rechts im Bild jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, Kommentar und oder Abo da. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.